Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir. Heute ist der 11.01., also ein Dienstag, und diese Woche steht einiges an für die Uni. Letzte Woche waren ja noch Ferien offiziell und da habe ich nicht so viel für die Uni gemacht. Diese Woche muss ich mal so ein bisschen ranklotzen, wie man so schön sagt. Deswegen dachte ich, nehme euch mal wieder mit auf meinen Struggle mit diesem fünften Semester. Jetzt ist es gerade kurz vor 10, ich bin kurz vor 9 aufgestanden. Dann haben mein Freund und ich Yoga gemacht. Das gerade so 30 Tage, da kommt dann auch noch ein extra Video zu. Dann hat mir meine Chefin eben noch geschrieben, dass eine Kollegin krank geworden ist, ob ich heute einspringen kann. Ja, kann ich für ungefähr 1,5 Stunden. Also mein Tag heute ist wirklich relativ voll geplant. Aber das macht sich natürlich immer ganz gut für den Vlog, würde ich sagen. Dann kann man viel erzählen, zeigen. Jetzt ist es, wie gesagt, kurz vor 10. Ich habe gleich eine Studie, an der ich teilnehmen muss. Dazu erzähle ich euch später mehr, was diese Studie ist, weil ich habe wirklich nur noch 2 Minuten. Ich habe mir eben noch mein Frühstück gemacht, also eine Orange. Nein, ich hoffe, ich kann nachher noch mehr essen nach der Studie, bevor ich los muss. Weil sonst wird das interessant mit meinem Hunger heute. Ja. Guten Morgen. Ja. So, ich habe jetzt die Studie gemacht. Das ging doch schneller als gedacht. Also eigentlich waren 3/4 Stunde angelegt, aber da ich mir nicht so viel merken konnte aus dem Text, den ich gelesen habe, habe ich natürlich auch nicht so viel bei den Fragen schreiben können. Dementsprechend war ich schon immer fertig. Das war eine Studie von einer Gruppe meiner Kommilitonen, weil wir ja in unserem Seminar Durchführung und Dokumentation von Forschungs- und Evaluationsstudien, also ist ein sehr langer Name, da müssen wir eine Studie durchführen. Also letztes Semester, im 4. Semester, haben wir die Studie vorbereitet und dieses Semester führen wir die Studie durch in kleinen Gruppen. Und die anderen Seminarteilnehmenden sind dann eben die Versuchspersonen. Dementsprechend müssen wir jetzt gegenseitig an unseren Studien teilnehmen. Das habe ich gerade gemacht und werde das heute auch noch ein paar Mal machen, weil wir heute Nachmittag nämlich unser Seminar haben und da sind dann 3 Stunden dieses Semester reserviert gewesen dafür, dass die Gruppen das durchführen können. Also wenn man zum Beispiel die Gruppe live irgendwo braucht oder weil es einfach einfacher ist, wenn einfach alle zum Seminartermin da sind und man sagen kann, hier, jetzt macht ihr die Studie. Dann haben wir das auch gemacht, schon vor Weihnachten. Jetzt ist es kurz nach 10:30 und ich muss um 11 los, weil ich noch meine letzte psychologische Beratungsstunde heute habe. Also ich hatte vor Weihnachten 3 und heute dann meine letzte. Man kann ja 4 kostenlos machen. Man könnte theoretisch auch noch 1, 2, 3 mehr machen oder so. Da müsste man dann eben für bezahlen. Also es geht noch 8 Euro immer dann pro Stunde. Aber ich merke gerade, dass ich eigentlich gerade ganz gut dabei bin und mir das eben jetzt nicht so viel weiterhelfen würde wahrscheinlich. Dementsprechend mache ich heute quasi die letzte Stunde. Und ich musste noch was essen. Dafür habe ich jetzt noch 20 Minuten. Deswegen, ja, auf geht's. Hallöchen, ich bin jetzt wieder zu Hause und mache mir gerade was zum Mittag. Also ich koche
einfach ein paar Kartoffeln, beziehungsweise mein Freund hat es mittlerweile schon vorbereitet, die kochen gerade noch zu Ende. Und die esse ich einfach mit Kräuterquark. Also das esse ich sehr gerne, das Essen. Weil ich jetzt nämlich auch gleich noch ein Meeting habe. Ich war erst bei der psychologischen Beratung, dann war ich gerade noch 1,5 Stunden arbeiten, eben einspringen. Ja, jetzt habe ich ein Meeting und dann nachher noch ein Seminar. Also ist heute alles sehr eng getaktet. Wir fahren jetzt los, unseren PCR-Test machen mit dem Fahrrad, weil es nicht so schlimm ist, falls wir positiv sind, mit der Bahn zu fahren und wir das Auto nicht mehr hier haben, weil wir das über Weihnachten quasi wieder zu meiner Familie gebracht haben. Es sind, glaube ich, -1 oder -2 Grad draußen, also es ist arschkalt. Und es ist ja nicht mal was Schönes, wo wir jetzt fahren. Go, go, go! Guten Morgen! Ich habe gerade geduscht, weil wir schon Yoga gemacht haben. Heute haben wir es ein bisschen später als sonst gemacht, weil wir irgendwie super müde waren. Und dementsprechend ist mein Plan, dass ich mich um 10 an den Laptop setzen wollte oder am Schreibtisch, ein bisschen in die Hose gegangen. Aber das ist voll okay, weil, wie ich ja gestern erzählt habe, wir einen PCR-Test gemacht haben und dementsprechend auf das Ergebnis warten. Und daher auch eben, ja, jetzt so ein bisschen unser Leben zurückschrauben, bis wir das haben. Also ich wollte sowieso heute nicht rausgehen, also nicht irgendwo hingehen, aber das mache ich das jetzt heute auch auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend habe ich heute Zeit und ich habe auch nur ein Gruppentreffen heute um 12. Dementsprechend habe ich auch Zeit, meine Aufgaben einfach ein bisschen weiter nach hinten zu verlegen. Ist jetzt kurz nach 11:30, also ein bisschen später als geplant. Und ja, ich sollte jetzt noch was Kleines essen gleich. Und dann geht's an den Schreibtisch, weil ich einiges zu tun habe. Aber davor muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was essen. Dadurch, dass ich ja um 12 das Meeting habe, kann ich vermutlich erst später Mittag essen. Und so ein kleines Brot und vielleicht eine Orange heute zum Frühstück könnte ja nicht schaden, dass ich nicht ganz ausgehungert jetzt in den Tag starte. Ich habe jetzt gerade schon für unser E-Learning-Drehbuch, also da sollen wir ein E-Learning-Produkt erstellen. Und die nächste Abgabe, die morgen ansteht, ist das Drehbuch für das Produkt. Und zwar haben wir so ein PowerPoint-Template bekommen, wo wir eben links immer so Bilder einfügen sollten, wie das dann ungefähr im E-Learning aussehen soll und rechts eben Beschriftungen und Beschreibungen reinschreiben wollten, unterschiedliche. Und das haben wir jetzt über die letzten Wochen bearbeitet und erstellt. Da mussten wir jetzt noch ein bisschen Feinschliff machen, also zum Beispiel die Rechtschreibkorrektur, das habe ich jetzt gerade eben gemacht. Das Produkt an sich sollen wir dann in einer Software erstellen, die heißt Articulate 360. Diese Software ist allerdings nicht für meinen MacBook kompatibel, was ein bisschen nervig ist. Deswegen sitze ich jetzt hier am Laptop von meinem Freund und schaue mir das mal so ein bisschen an. Also grundsätzlich
werden wir es dann vermutlich an einem ganz anderen Laptop bearbeiten, beziehungsweise an einem anderen Account, weil man immer nur 30 Tage kostenlos machen kann. Aber jetzt setze ich mich mal ran und werde mal so ein bisschen anschauen, wie das Ganze funktioniert, was man so machen kann. Einfach um mal einen kleinen Überblick zu bekommen, weil ich das eigentlich auch ganz interessant finde. Ja, und nützlich, so ein Programm vielleicht bedienen zu können. Also ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dieser Testversion, weil man irgendwie nur 8 Figuren zuerst hat, wovon jeweils 4 ein echtes Foto oder eine echte Person sein sollen und 4 so illustriert. Also man kann, wenn man das anhat, nicht gestalten, wir auch immer nur 4 Personen auswählen. Ich hoffe, wir finden dann noch eine Lösung, weil das sonst irgendwie nicht so gut möglich für uns ist, weil wir sehr viele Figuren haben. Also was heißt sehr viele, aber so ungefähr 10 würde ich sagen. Und die sollten ja schon unterschiedlich aussehen und trotzdem im gleichen Stil gemalt sein oder dargestellt sein. Ich wollte ja jetzt nur mal so gucken, wie das grundsätzlich funktioniert. Es ist sehr ähnlich aufgebaut wie PowerPoint, also dass man verschiedene Sachen einfügen kann, dass man immer Folien hat. Aber man kann zum Beispiel im Gegensatz zu PowerPoint auch so Buttons einfügen und es ist dann eben am Ende wie so eine Zeitachse. Also ich glaube, das wird nochmal eine große Herausforderung, dann dieses E-Learning wirklich zu erstellen. Ich weiß gar nicht, wann wir das abgeben müssen, 20. Februar. Also wir haben noch ein bisschen mehr als einen Monat Zeit. Aber da wir in diesem Monat auch noch andere Sachen machen müssen, als nur dieses E-Learning-Produkt erstellen, könnte das interessant werden. Ich glaube, das wird sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem, weil wir alle einen hohen Anspruch haben und es gut werden soll und wir auch alle eine Note kriegen und so. Ja. So, ich bin jetzt zurück aus der Mittagspause, die doch ein bisschen länger gewesen ist, aber irgendwie brauchte ich ein bisschen mehr Pause. Jetzt geht es weiter mit Uni. Und zwar werde ich mich jetzt endlich mal an meiner Vorlesung zu Arbeits- und Organisationspsychologie muss oder... Guck weg! Jetzt geht es weiter mit Uni-Sachen und zwar werde ich mich... Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du mich anguckst. Ach so. Ja, jetzt geht's weiter mit Unisachen. Jetzt geht's weiter mit Unisachen. Und zwar werde ich mich jetzt, weil ich es zeittechnisch irgendwie ein bisschen noch muss, mal an meine Arbeits- und Organisationspsychologie-Vorlesung setzen. Und zwar habe ich ja dieses Semester in Psychologie eben das Modul Arbeits- und Organisationspsychologie, was aus einer Vorlesung und einem Seminar besteht. Im Seminar haben wir eben jede Woche oder fast jede Woche eine synchrone Sitzung, also über Zoom, wo wir dann eben ein Thema besprechen. Und in Vorbereitung darauf hat immer eine Gruppe pro Woche eine Lerneinheit erstellt. Und meine Gruppe und ich, also wir sind nur zu zweit, also meine Partnerin und ich, wir haben unsere Lerneinheit jetzt auch endlich fertig gemacht. Und wir machen aber keine synchrone Einheit. Also es wird schon eine geben zu dem Thema, aber die gestalten nicht wir, weil wir das eben aussuchen konnten, ob wir das machen oder nicht. Und dementsprechend bin ich damit jetzt soweit fertig. Ich muss dann zwar noch eine Hausarbeit schreiben, aber da setze ich mich dann wann anders ran, also am Ende des Semesters. Aber für die Vorlesung habe ich jetzt relativ lange nichts gemacht und da steht eben bald, also heute ist Mittwoch, heute in 4 Wochen, steht die Klausur an. Und wenn ich die schreiben will, dann müsste ich mich langsam mal mit den Themen beschäftigen und die Vorlesung irgendwie angucken und zusammenfassen, damit ich dann auch lernen kann. Und deswegen werde ich mich jetzt da dran setzen, mir einen Plan erstellen und dann anfangen, weil ich gerade ein bisschen motiviert bin und das muss ich nutzen. Die Vorlesung ist bei uns aber ein bisschen anders als eine normale Vorlesung, ebenfalls in diesem Fach. Wir haben immer nur die Folien, also einen Foliensatz zum Thema zum Beispiel Arbeit und Gesundheit. Die werden aber nicht vom Prof besprochen, also erklärt die nicht. Aber wenn wir etwas nicht verstehen, hat er schon vor ein paar Jahren irgendwann mal so einen Kurs erstellt mit Videos. Und die sind sehr ähnlich zu den Themen, die in den Folien besprochen werden. Das heißt, wenn wir irgendwas nicht verstehen, können wir uns da diese Videos nochmal angucken. Da erklärt er das so ein bisschen genauer dann. Und in der Klausur kommen aber eben nur die Folien dran. Ich weiß nicht genau, was ich von diesem Konzept halten soll. Aber ich finde es ganz gut, dass klar ist, das sind die Folien, die kommen ran oder die können rankommen. Und das müsst ihr einfach lernen. Ich habe mir vorhin schon mal alle Dateien, die ich brauche, runtergeladen. Also mit den ganzen Videos und den Folien und so weiter. Und habe dabei festgestellt, dass es 10 Themen sind, von denen ich 2 schon bearbeitet habe. Das heißt, mir fehlen noch 8, was eigentlich, glaube ich, ganz machbar ist. Also ich habe 4 Wochen und mein Plan ist jetzt eben maximal 2 Wochen noch damit zu verbringen, die Zusammenfassung zu erstellen und dann 2 Wochen zum Lernen zu haben. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es auch, dass ich schon schneller fertig bin und dann schon früher anfangen kann mit dem Lernen. Ja. Es ist jetzt schon ein bisschen später. Wie irgendwie öfter in letzter Zeit ist mein emotionaler State
mein Mental State ein bisschen in den Keller gerutscht. Ich möchte diesen Kanal natürlich auch authentisch gestalten und auch das gehört dazu. Aber es ist jetzt eben schon 9:30 und nicht mehr um 16 Uhr wie vorhin. Ich habe noch nichts für meine Vorlesung heute gemacht, aber werde mich jetzt nochmal dran setzen und wenigstens noch eine halbe Stunde was machen. Konkret werde ich jetzt anfangen, eine Vorlesung zusammenzufassen und das sieht bei mir dann so aus. Also ich habe GoodNotes offen und hier links habe ich die Vorlesung, also die Folien, und hier rechts habe ich meine Zusammenfassung. Dadurch, dass das eine zweigeteilte Vorlesung war, habe ich jetzt hier schon was. Also ich habe auch schon früher meine Zusammenfassung bei GoodNotes geschrieben, allerdings immer noch handschriftlich, und seit letztem Semester tippe ich die jetzt in GoodNotes. Die Idee dafür habe ich eben von dem Kanal Just Say Eleanor. Ich habe da aber so ein bisschen eben meine eigenen Schriftarten und Schreibweisen oder wie auch immer reingebracht, sodass ich das für mich verstehe. Sieht bei mir auch nicht ganz so schön aus, also soll nur praktisch sein und zusammenfassend und übersichtlich. Genau, und da gehe ich jetzt eben so vor, dass ich die Folien durchschaue, schaue, was da für mich wichtig ist und wie ich das sortieren kann. Und bei dieser Vorlesung besonders ist, dass auf jeder Folie Sterne sind. Kein Stern, ein Stern, zwei Sterne oder drei Sterne. Und je nachdem, wie viele Sterne drauf sind, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass die Inhalte auf der Folie in der Vorlesung abgefragt werden. Dementsprechend konzentriere ich mich natürlich mehr auf die 2- und 3-Sternfolien. Aber für meine Zusammenfassung, also ich schaue eigentlich, dass alles in der Zusammenfassung drin ist und schreibe mir das eben immer dazu, sodass ich beim Lernen dann weiß, okay, wenn ich das nicht so gut kann, das hat nur einen Stern, das ist nicht so wichtig. Und da schaue ich jetzt mal, wie weit ich noch komme. Ich werde jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde machen und dann auch langsam ins Bett gehen. Es ist jetzt ungefähr 22.15 Uhr. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich für heute fertig bin. Ich habe ein bisschen was geschafft auf jeden Fall und werde jetzt Zähne putzen und dann noch ein paar YouTube-Videos gucken und dann schlafen, damit ich morgen frisch und gut gelaunt oder auf jeden Fall positiv in den Tag starten kann. Das nehme ich mir jetzt vor und das wird dann auch eintreten und ich werde es schaffen und ich werde euch morgen berichten, wie es gelaufen ist. Guten Morgen! Ich habe es so mehr oder weniger geschafft, heute frisch in den Tag zu starten. Also ich war schon noch sehr müde, als der Wecker geklingelt hat. Aber wir haben es fast pünktlich geschafft. Um kurz nach 9 haben wir dann Yoga gemacht. Gute Nachrichten, unser PCR-Test ist negativ. Wir haben kein Corona. Sehr gut. Und heute geht es weiter mit Arbeits- und Organisationspsychologie. Heute Nachmittag FaceTime ich noch mit einer Freundin, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt ein bisschen was schaffe. Und ansonsten kann ich auch dann danach noch was machen. Ich wollte noch ein bisschen was zu den Zusammenfassungen sagen, die ich jetzt erstelle. Und zwar ist mir schon auf jeden Fall sehr bewusst, dass Zusammenfassung erstellen und damit lernen auf keinen Fall eine effektive oder die effektivste Lernmethode ist, weil das halt einfach meistens keine aktive Wiederholung ist. Also man liest sich das ja meistens nur durch. Trotzdem hilft es mir erstmal, diese Zusammenfassung zu erstellen, um nicht diese 10.000 Folien irgendwie, ja, nacheinander durchgehen zu müssen. Es wäre vermutlich am sinnvollsten gewesen, wenn ich mir immer Fragen irgendwie rausgearbeitet hätte, also zum Beispiel Karteikarten erstellen würde oder Zusammenfassung und dann noch Karteikarten. Aber dazu reicht mir die Zeit vermutlich einfach nicht mehr. Und außerdem bin ich in den letzten Semestern auch mit den Zusammenfassungen eigentlich immer ganz gut klargekommen. Ich habe mich dann eben irgendwie immer versucht, anders abzufragen oder mich abfragen zu lassen. Und dieses Semester ist auch der Vorteil, dass mein Freund die gleiche Klausur schreibt, also im gleichen Fach. Und dementsprechend können wir auch zusammen lernen. Und er, glaube ich, hat sich Fragen gestellt in seinen Zusammenfassungen. Dementsprechend habe ich da so ein kleines bisschen den Vorteil, dass ich die auch nutzen kann. Ja, würde ich jetzt zurückgehen und würde ich quasi von Anfang an alles ordentlich machen, würde ich das auch anders gestalten, vermutlich. Aber das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Also schaut euch vielleicht, wenn ihr irgendwie sinnvolle Lernmethoden haben wollt, nicht das von mir ab. Beziehungsweise, falls ihr Zusammenfassungen braucht, schreibt euch sie gerne. Aber zum Lernen ist es dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel mit Fragen, also Karteikarten arbeitet oder so, weil man sich dadurch aktiv abfragt, wenn man eben nicht einfach nur durchlesen muss oder die Antwort nicht gleich quasi kurz unter der Überschrift steht, sondern natürlich dann auf der Rückseite. Das ist auf jeden Fall wesentlich effektiver,
die aktive Wiederholung, weil man dann das Gehirn auch anstrengen muss und die Verknüpfungen einfach verstärkt werden. Das war mein Wort zum Donnerstag und jetzt geht's los an die Arbeit. Ihr seht, habe ich alles Schriftliche von den Folien soweit zusammengefasst. Und danach nehme ich mir immer noch mein iPad zur Hand und schiebe das Ganze so ein bisschen hin und her, schaue, wie das am besten vom Platz her aufgeteilt werden soll und füge auch noch Abbildungen ein. Also es gab ein paar Folien, da waren eben so Schaubilder drauf. Die werde ich jetzt nicht irgendwie neu zeichnen oder so, sondern da mache ich einfach einen Screenshot und füge die ein. Und das geht einfach besser am iPad. Und deswegen öffne ich das gute Ding hier jetzt auch nochmal am iPad und werde das dann einfach nochmal einfügen. Also ich öffne jetzt hier einfach ein neues Fenster, dann öffnet sich das eben so zweiteilig. Da nutze ich dann das Lasso-Tool, mache ein Bildschirmfoto, exportiere das, also kopiere das einfach und kann das dann hier drüben auf der Seite einsetzen. Dadurch, dass ich das auch immer nur schwarz-weiß ausdrucken kann, weil mein Drucker nur schwarz-weiß kann, mache ich mir auch keine Gedanken über die Farben, sondern füge das einfach ein. Ihr seht, das sind alles 3 Sternfolien. Das heißt, die werden vermutlich auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich in der Klausur abgefragt. Ja, da denke ich mal, heißt es dann einfach Zähne zusammenbeißen und auswendig lernen. Wie ihr es gesehen habt, der Feinschliff, da bin ich ein bisschen perfektionistisch. Es soll halt irgendwie übersichtlich sein und trotzdem passen und sinnvoll sein und so. Ich bin perfekt fertig geworden. Es ist jetzt 11.57 Uhr und um 12 Uhr habe ich ein Telefonat. Yes! Hallo! Hi! Na? So, ich bin fertig mit dem Telefonat und werde mir jetzt endlich mal was zu essen machen. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Das ist irgendwie ganz ungewöhnlich eigentlich für mich, aber deswegen mache ich jetzt direkt Mittagessen, weil für Frühstück ist es erstens irgendwie zu spät und ich frühstücke auch nicht so gerne. Ich mache mir einfach eine Linsenbolognese, weil ich noch Nudeln übrig habe und das geht ganz schnell. Genau. Es ist jetzt auch schon wieder 17 Uhr. Ich habe mit einer Freundin vorhin noch gefacetimed für 2 Stunden und werde mich jetzt nochmal an meine Zusammenfassung setzen, also die nächsten Folien anfangen und schauen, wie weit ich da heute komme. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit heute. An dieser Stelle werde ich den Vlog auch beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, einen kleinen Einblick wieder in mein Unileben zu bekommen. Ich freue mich immer über eure Unterstützung, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar da lasst oder auch einfach sehr gerne meinen Kanal abonniert. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! Ciao!